Willkommen zurück in meiner Küche. Heute die vierte Vorlesung der Vorlesungsreihe Die Psychologie der Kreativität. Wie ihr wisst, findet ihr diese Vorlesungsreihe im Netz und sie findet begleitend statt zum Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin. So, in der letzten Vorlesung haben wir uns ja damit beschäftigt und heute werden wir uns ein bisschen mehr angucken, wie denn nun diese neuen Ideen tatsächlich auf der Individualebene, also in unserem Kopf, entstehen. Es gibt zwei Arten, wie neue Ideen entstehen können. Und zwar als erstes, das nennt man die sogenannte additive Kreativität. Was ist das? Additive Kreativität, das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir kognitionspsychologisch sozusagen zwei bekannte Gedächtnisinhalte, die wir also schon abgespeichert haben, miteinander verknüpfen oder assoziieren. Das beliebteste Beispiel ist natürlich wieder mein Flaschenöffner-Schneebesen. Ein bekanntes A plus ein bekanntes B ergibt ein neues C. Andere Beispiele dafür wären zum Beispiel der Pizza-Burger, ganz lecker, oder die Idee, dass man Gärten und Dächer verbindet. Also man sagt, okay, wir können ja auch Sachen anpflanzen auf dem Dach eines Gebäudes. Dann haben wir einen Dachgarten. Super, ist auch eine neue Idee. So, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie neue Ideen entstehen können. Und so, das nennt man die sogenannte subtraktive Kreativität. Und wie ihr euch denken könnt, besteht der Trick dabei natürlich darin, dass man gewollt etwas weglässt. Nee, Moment. B gleich C. Und ein neues C entsteht, indem man etwas weglässt. Und ich habe auch dafür ein wunderbares Beispiel mitgebracht, und zwar meine Halbhose. Ich habe ein Hosenbein abgeschnitten und dadurch das Zukunftsdesign der Zukunft, das Modedesign der Zukunft kreiert, die sogenannte Halbhose, super für Sommer und für Winter. Aber es gibt noch sehr viele andere Beispiele natürlich von gewollter Reduktion, vor allen Dingen in der modernen Kunst zum Beispiel. Ja, wenn man zum Beispiel einen Kreis auf eine Leinwand malt und das ist dann aber auch nur ein Kreis, dann ist das eine sehr, sehr gewollte Reduktion. Oder wenn wir in die Musik gehen zum Beispiel, jede Art von Pause in der Musik ist ja auch eine gewollte Reduktion. Man kann es dann sogar ausbreiten, falls ihr zum Beispiel das Stück 4 Minuten 33, glaube ich, heißt es, von John Cage kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist aber auf der Individualebene sozusagen. Es gibt aber noch etwas anderes, worüber ich heute sprechen möchte, und zwar eher so der kollektive Vorgang, wie so Ideen entstehen im menschlichen Kollektiv. Da habe ich auch ein anderes Beispiel mitgebracht, und zwar, wenn ihr mal googelt, wer das erste Klavier erschaffen hat, dann werdet ihr den Namen Bartolomeo Cristofori finden. Also der hat laut Wikipedia das Klavier erfunden. Ja, das war seine Idee. Okay, wir wissen natürlich auch, oder wir können uns denken, dass da natürlich ganz, ganz, ganz viele andere Sachen irgendwie dem vorhergegangen sind. Und denen sind wieder andere Sachen vorhergegangen. Also die Erfindung des Klaviers hat natürlich stattgefunden aufgrund von wahnsinnig vielen Inspirationen und Einflüssen und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, dass aus der initialen Idee, das ist jetzt ein Klavier, ich habe das Klavier erfunden, auch noch ganz viele andere Sachen weiter entstanden sind. Keine Ahnung, vielleicht das Akkordeon, vielleicht war das auch vor dem Klavier da, glaube ich, aber nicht, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Aber solche Sachen wie der Synthesizer oder jeder Form von Keyboard und so weiter, alle möglichen Tasteninstrumenten. Und da gibt es wieder Weiterentwicklungen, da gibt es vielleicht auch mal ein Plagiat oder hier eine kleine Weiterentwicklung. Hier kombiniert jemand zwei Sachen und macht wieder was Neues und so weiter. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, ist, dass jede Form von neuen Ideen aus einem ganzen Netzwerk von Ideen entstanden ist. Jede Form von einer neuen Idee ist aus einem Netzwerk von Ideen entstanden. So, jetzt habe ich es. Aber ich habe das jetzt etwas chaotisch aufgemalt. Ich zeige euch vielleicht einfach mal die Illustration, die ich begleitend zum Hörspiel dazu gemacht habe. So sieht die aus. Und da sehen wir auch schon das Netzwerk an wahren Innovationen, an Imitationen vielleicht auch mal, an Weiterentwicklungen etc. Und man müsste eigentlich sagen, dass wenn man schon so Urheberetiketten an bestimmten kreativen Produkten befestigt, dass diese Urheberetiketten eigentlich auch eine lange Liste an vorangegangenen Namen beinhalten müssten, von allen Inspirationen und so weiter, die eingeflossen sind. Also wie gesagt, wir sitzen auf den Schultern von Riesen, wenn es um unsere eigenen Ideen geht. Die Liste an vorangegangenen Ideen reicht nämlich eigentlich auch, muss man sagen, endlos in die Vergangenheit hinein. Mein neuer Sessel zum Beispiel ist natürlich nicht das erste Sitzmöbel, das jemals erfunden wurde, sondern eine Neuauflage von dem irgendwann mal erfundenen Sesselsitzmöbel und so weiter. Und mein neuer Sessel ist also tatsächlich gleichzeitig neu,
aber auch uralt. Ich lasse es mal den Gaffer Gandhi sagen, der erklärt euch das nämlich in Kapitel 1 so wunderbar. Und das ist, er würde dazu Folgendes sagen. Das ist wie so eine Matroschka-Puppe. Kennst du? Russische Puppe? I am. Genau. Wie eine Matroschka-Puppe ist das Netzwerk aus kreativen Ideen. Wie gesagt, die können materiell und immateriell sein. Und wenn ihr da noch genauer in die Zeichnung reinguckt, da seht ihr auch, dass ich aufgeschrieben habe, dass so tatsächlich auch Kultur entsteht. Was ist Kultur? Kultur ist ja eigentlich ein geistiges Erbe, das wir von Generation zu Generation weitertragen, wo natürlich auch eine Menge Kreativität involviert ist. Es gibt kulturelle Artefakte, die materiell sind, zum Beispiel, wenn man sich mal Religionen anguckt, zum Beispiel. Wahnsinnig viel, aber es ist natürlich auch in der Kultur sind wahnsinnig viele Sachen unterwegs, die immateriell einfach weiter überliefert werden, Geschichten sagen und so weiter. Das heißt, ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, die Kreativität so zu begreifen, dass die Kreativität selbst eigentlich nicht sichtbar ist. Wir können die natürlich nicht anfassen und messen und sagen so, hier, guck mal, ich habe die Kreativität gefunden, so sieht die aus. Sondern die Kreativität ist wie eine unsichtbare Kraft, die eigentlich durch die Zeit wandert, von Generation zu Generation. Sie wirkt in uns und sie wirkt durch uns hindurch, also sie tanzt Tänze durch uns und sie singt Lieder oder stellt Dinge her durch uns. Und wir können eigentlich die Kreativität nur beobachten, indem wir das beobachten, was sie produziert, also was wir sehen können, was wir hören können, was wir anfassen können, was wir schmecken können, was wir irgendwie erfühlen können. Ja, sie ist tatsächlich wie eine unsichtbare Kraft, die sich durch die Menschheit und im Laufe der Zeit durch jede Generation wieder aufs Neue manifestiert. Und ich möchte schließen diese heutige Vorlesung mit den Worten von Dr. Allwissend, der erzählt uns ja auch in Kapitel 5, glaube ich, ist es, wie wichtig tatsächlich die Kreativität zu unserem jetzigen Zeitpunkt ist im Laufe der evolutionären Entwicklung. Denn wir standen als Menschheit noch niemals vor größeren Herausforderungen. Und genau jetzt, an diesem Knackpunkt, ist die menschliche Kreativität besonders gefragt, denn es geht natürlich um Innovationen, um Probleme, also um Lösungen, gute Lösungen für existenzielle Probleme. Das bedeutet, die menschliche Kreativität ist jetzt gefragt, und zwar auf dem Niveau, dass es um das menschliche Überleben geht und um die menschliche Anpassungsfähigkeit. Aber wie gesagt, das sagt auch nochmal Dr. Allwissend in meinem Hörspiel in Kapitel 5. Hört da gerne rein. So. Von der Evolution zurück zu den Vorlesungen. In der nächsten Vorlesung werden wir uns damit beschäftigen, ob jetzt nun doch vielleicht die Kreativität irgendwie messbar ist. Das werden wir uns angucken. So, bis dahin, erstmal macht's gut, eure Fran.